Die Energiesparmesse in Wels ist die bedeutendste Innovationsplattform des Landes für die Themen Bauen und Energie. In diesem Jahr präsentierten sich mehr als 900 Aussteller den fast 100.000 Messebesuchern. Der Veranstalter zum Erfolgsrezept? Ja, die Energiesparmesse mit der Bauma ist hier ein erstens die größte Messe in Österreich zu diesem Thema, und die Bauma, der Baubereich, nimmt ja fast die halbe Fläche der gesamten Energiesparmesse ein. Nicht umsonst sagt man, auf der Energiesparmesse kann man sich ein ganzes Haus bauen, weil alle wichtigen Firmen vertreten sind. Unter den Ausstellern befand sich auch der größte Ziegelproduzent der Welt, Wienerberger. Treu dem Motto "So baut Österreich" präsentierte das innovative Unternehmen unterschiedliche Produkte und Lösungen für wirtschaftliches, energieeffizientes und wohngesundes Bauen. Im Vordergrund stand dabei das E4 Ziegelhauskonzept, der Planziegelkleber Porotherm Dryfix und die Porotherm WI-Klasse. Die Bezeichnung WI steht dabei für Wärmedämmung inklusive. Bei dieser Innovation ist die Mineralwolle bereits im Ziegel inkludiert und der Kunde erspart sich eine außenliegende Wärmedämmung. Und der Nutzen für die zahlreichen Interessenten und Besucher? Wienerberger ist deshalb auf der Messe, weil die Wels Energiesparmesse eine geeignete Plattform dafür ist, Innovationen zu präsentieren. Innovationen für den zukünftigen Hausbauer. Der hat hier die Möglichkeit, sich punktgenau über die neue Wienerberger Porotherm WI-Familie zu informieren, um hier auch alle Vorteile abzuholen, um ein Traumhaus zu errichten. Neben kompetenter Beratung in der Messehalle war Wienerberger noch mit weiteren Highlights vertreten. Dazu gehörten ein Außenstand sowie ein einzigartiges Gewinnspiel. Bei diesen mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in weniger als 10 Minuten ein Haus aus Miniaturziegeln nach Plan errichten. Der strahlende Sieger darf sich über 3 LKW-Fuhren mit echten Porotherm WI-Ziegeln im Wert von 12.000 Euro freuen. Ja, die Ziegel, die werden natürlich verbaut, dort wo sie hinkommen. Das Grundstück ist schon vorhanden und der Plan steht schon. Und jetzt brauchen wir nur die Züge, wenn sie geliefert werden, dann werden wir es gleich verbauen. Und wir freuen uns natürlich dann, wenn wir das Einfamilienhaus bewohnen können, meine Freundin und ich. Und es wird sicher eine Freude werden, wenn man dann aus den Wienerberger Zügen rausschaut.